Hallo ihr Raketen und vielen Dank fürs Playdrücken. Schön, dass ihr dabei seid. Ihr habt dieses Video angeklickt, weil ihr wissen wollt, was die besten Unternehmungen auf Mallorca sind. Wir haben für euch 20 geniale Tipps. In diesem Video gibt es schon mal 10. Und bevor ihr jetzt ganz hektisch in die Küche rennt, um euch Stift und Zettel zu holen. Erstens, ihr könnt euch das Video so oft angucken, wie ihr möchtet. Ne? Schlau. Und außerdem gibt es für jede Unternehmung ein eigenes Video. Denn Martin und ich, wir waren richtig fleißig die letzten Jahre. Hier kommen die Plätze 1 bis 10. Unser erster Tipp, absoluter Geheimtipp, ist die Eselfinca von Renate. Ich durfte dort meinen Eselführerschein machen. Ja, gar nicht so einfach. Eselführerschein ausmalen, dann Esel sauber machen, also hier striegeln und streicheln und dann noch eine Runde mit dem Esel laufen. Das Besondere an Renate oder an der Eselfinca von Renate, das ist erstens in keinem Reiseführer und zweitens wirklich etwas für wenig Menschen. Also Renate begrüßt dort keine Busse, ja, also meldet euch da telefonisch bei ihr an. Wenn ihr 3, 4, 5, 6 Leute seid, ist das okay. Es ist ganz, ganz selten, dass da richtig viel los ist, denn Renate macht das einfach nur, wenn sie Lust drauf hat. Vor Glück, ich find's so toll. Der hat so weiches Fell. Was, Martin? Ja, ich habe euch auch kurz verwechselt, einmal zwischendurch. Ihr erlebt da ganz, ganz viele, ganz liebe Tiere. Und gerade für Kinder ist das, ich sag mal, gerade für Stadtkinder ist das ein unglaublicher Ausflug. Einfach mal raus in die Natur, Esel streichen, Hunde füttern und mit Ziegen um die Wette laufen. Ich hätte ja sogar so ein kleines Eselkarussell, ne? Also stimmt. Zum Eselreiten. Wahnsinn. Richtig, richtig schön ist das. Noch so ein tierlieber Ausflug ist Frisopolis. Das ist ein Bauernhof in der Nähe von Jukmajor. Auch für die ganze Familie ein super schönes Event. Man kann dahin und Erdbeeren pflücken, wenn die Saison ist. Da sind auch ganz viele andere Gemüsesorten und Obstsorten, die man da ernten kann. Kinder lernen jede Menge, auch über Tiere. Da gibt es nämlich auch einen kleinen Streichelzoo. Und es gibt so ein paar Tische, da kann man dann sein eigenes Picknick essen. Da gibt es dann auch so Gemüsekörbe, die man mit nach Hause nehmen Mega. Kann. Mega. Haben wir damals auch gemacht. Frisch gepressten, ne? Saft aus Erdbeeren zum Beispiel, auch der Hammer. Beweisstück. Warte, zeig mal. Zeig mal, ich muss für die Kamera. Bitte schön. Ich klau noch eine. Aber kein Verraten. Komm, ich will zu den Tieren jetzt. Los, wir gehen jetzt zu den Tieren. Voll schön. So, wenn ihr dachtet, die Hühnchen wären süß, jetzt kommt der Cuteness Overload. Hallo! Na? Hallo, kleiner Schweinchenmann. Ja, ich bin als Mädchen. Die Schweinchenfrau, Entschuldigung. Riesenareal, wirklich auch nochmal so eine Oase für alle, die mal weg wollen von Urlauberstränden und überhitzten Innenstädten. Macht euch da einen schönen Tag mit der Familie, das lohnt sich. Für alle Leute, die vielleicht ein kleines bisschen mehr Monedas in der Urlaubskasse haben, mal im Urlaub ein Boot oder eine Yacht mieten. Und da haben wir mit der Daniela gesprochen, eine Yachtvercharterin hier auf der Insel, und die hat uns ein paar tolle Tipps gegeben. Heute teilen wir mit euch eine wunderschöne Kulisse. Schaut mal, der Hafenport Adriano. Und ein wunderschönes Boot. Das kann man wohl sagen. Die First Love.
denn, wenn ich jetzt keinen Bootsführerschein habe, für mich trotzdem die Möglichkeit, ein Boot zu mieten? Klar, klar. Wir haben auch kleine Boote in unserer Flotte, die kann man ohne Führerschein mieten. Die verfügen über 15 PS-Motoren und die kann man ganz prima zu viert oder teilweise sogar zu sechst mieten mit der Familie. Kannst du losfahren ohne Führerschein und tuckerst aufs Meer hinaus, fährst ganz entspannt die Küste entlang und das ist auch eine tolle Sache für die Familie. Was kostet das so für einen Tag? Da sind wir bei 150 bis 300 Euro am Tag. Klassiker, aber definitiv ein Tag wert. Mit dem roten Sightseeing-Bus, mit dem Hop-On, Hop-Off, heißt dieser Hop-On, Hop-Off-Tour, genau. Mit denen meine Tour machen, haben Martin und ich auch gemacht. Vor ein paar Wochen, Monaten haben wir euch da mal mitgenommen, da haben wir ein YouTube Live aus dem Bus gemacht und es war auch meine allererste Tour mit dem roten Bus und ich war positiv überrascht. Ja. Das war doch eine schöne Route, könnt ihr auf jeden Fall mal machen. Wir drehen jetzt mal die Kamera rum, weil ihr müsst unsere Fratzen ja jetzt auch nicht die ganze Zeit, ihr wollt ja Sightseeing machen, komm hier, Achtung. Oh, es hat gut geklappt. So. Ein Hoch auf unseren Busfahrer. Gibt auch immer mal wieder ein paar Rabatte, wenn ihr auf der Website von den Sightseeing-Bussen vorbeischaut. Ab und zu hat man da Glück und kann so 10%, 20%, 30% sparen. Eine der vielen tollen Nachbarinseln von Mallorca besuchen. Wir waren zusammen auf Dragonera, der Eidechseninsel, und Mirja hat versucht, so ziemlich jede Eidechse anzufassen und zu streicheln. Geht nicht. Dann war ich privat mal auf Menorca, auch eine wunderschöne Insel. Und du warst auf Formentera. Traumhaft schön. Ich habe noch nie so ein blaues Blau gesehen. Wahnsinn. Wir sind mit der Fähre am Freitagnachmittag angekommen. In Espoholz war das Hotel, das ist oben im Norden. Und da schon festgestellt, so wow, da ist ja niemand hier. Wir sind ja irgendwie ganz allein auf der Insel. Und dann haben wir abends noch was gegessen im Ort. Und dann am Samstag ging es richtig los. Da haben wir alles mitgenommen. Da sind wir mit dem Fahrrad zum schönsten Strand Spaniens gefahren. Wird gerade ausgezeichnet. Das ist die Playa de Cesilletes. Der wurde auch schon mal zum schönsten Strand Europas gekürt. Wir schlafen dann ja auch nicht aus im Urlaub. Wir haben uns am Sonntagmorgen um 6:30, glaube ich, einen Wecker gestellt, um den Sonnenaufgang da oben mitzunehmen. Und das war wirklich gigantisch. Wir haben noch eine Insel offen, ne? Ibiza haben wir noch nicht gemacht und Cabrera auch nicht. Steht auf unserer Liste. Was wir noch alles machen wollen. Unbedingt, gerade für euch Romantiker, sich mal einen wunderschönen Sonnenuntergang auf Mallorca angucken. Es gibt ganz, ganz viele tolle Spots dafür. Wir haben euch die besten Tipps mal in einem anderen Video zusammengefasst. Schaut da mal rein. Gerade so Andratsch, die Ecke, ne, überhaupt der Südwesten, ist prädestiniert für einen romantischen Abend. Und da hat mir ja eine Karte gebastelt. Für. Hast du die schon gemacht? Ja, habe ich noch nicht gemacht. Machst du die schnell? Ja, ich mach das mal. Bestellst du schon mal? Ja. DeineMallorcaKarte.de. Die Adresse kennt ihr auswendig natürlich. Die habt ihr euch schon längst auf dem Unterarm tätowieren lassen. Richtig so. Hier müsst ihr raufklicken und dann findet ihr auf der Seite die schönsten Sonnenuntergänge auf Mallorca, unsere Google Maps Karte, die wir, also ich, für euch erstellt haben. Gerade eben natürlich. Sonnenuntergänge auf Mallorca. Gerade jetzt im August, also je nachdem, wann ihr dieses Video schaut oder wann ihr nach Mallorca kommen wollt. Aber im Sommer, ihr wisst, es ist manchmal auch einfach viel zu heiß. Und da ist es nicht schlecht, sich ein bisschen abzukühlen. Das kann man entweder tun im Mittelmeer oder man kann auch einfach mal eine der vielen tollen Höhlen besuchen. Da gibt es wirklich ein Angebot noch und nöcher. Wir waren in der Höhle von Genova. Das war echt eine coole Erfahrung und mein ganz besonderer Ausflug. Unterwassershooting. Das haben wir auch mit einem ziemlich verrückten Typen gemacht, so ein Surfer-Typ, der hat uns mitgenommen zu einem ganz secret place auf der Insel. Da sind wir dann die Klippe runtergesprungen und unter Wasser hat er dann ein paar echt schicke Bilder gemacht.
Aber das sind ganz besondere Urlaubsfotos. Es gibt eine, es ist keine Alpaka-Farm, es ist ein Ort, wo Alpaka-Freunde quasi Alpakas halten und aus dem Stuhlgang dieser Alpakas auch noch Dünger herstellen. Toller Ausflug für die ganze Familie. Gerade auf Kinder reagieren die Alpakas unglaublich lieb. So, mit mir konnten sie jetzt nicht so viel anfangen, aber es lag wahrscheinlich auch an der Kamera. In jedem Fall ein toller Ausflugstipp für die ganze Familie. Tiere, da haben wir noch einen Tipp. Und zwar die Pferderanch Rancho Caballo. Das war auch richtig cool. Kannst du reiten, Martin? Nein, kannst du reiten? Nee. Das ist ja eine Ranch mit Hotel. Da kann man ein paar Stunden buchen, da kann man auch sein eigenes Pferd unterstellen, ein paar Reitstunden nehmen. Hat uns sehr gut gefallen. Für alle Pferdeenthusiasten auf jeden Fall der richtige Ort auf Mallorca. Das waren unsere 10 von unseren Top 20 Tipps für euren Mallorca-Urlaub. Das Video wird zu lang, wenn wir jetzt alle 20 machen. Deswegen machen wir es wie so oft und machen jetzt einen riesen Cliffhanger, ja, zu unserem nächsten Video. Dann unsere Top 10 der Top 20. Hä? Gar keinen Sinn gemacht. Ihr wisst, was ich meine. Der zweite Teil. Dann kommt der zweite Teil jetzt. Tschüss. Nochmal 10 Tipps dann. Es ist heiß, es ist wirklich einfach viel zu heiß. So viele Mückenstiche jetzt schon. Ich habe auch, oh Gott. Weiß auch nicht hier. Die essen mich und ich schmelze vielleicht auch.